Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Keinzeit-Mensch-Box von Hämatom. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Keinzeit-Mensch von Hämatom, das Ganze aus dem Jahr 2013. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Genre Rock. So sieht das Ganze aus. Also wir haben hier eine recht hohe Box, fast schon quadratische Ausmaße. Und das Ganze ist großteils in Weiß gehalten. Wir werden mal die Folie abmachen und uns das Ganze im Detail ansehen. So, die Folie geht ab. Und so sieht das Ganze dann aus. Also wir haben hier einen Roboter wohl in menschenähnlicher Gestalt. Im Hintergrund haben wir eine Skyline. Oben rechts lesen wir Hämatom und Keinzeitmensch. Nein, nicht Steinzeitmensch, Keinzeitmensch, also der Mensch, der offenbar keine Zeit hat. Und dieser Mensch sieht dann so aus. Wir haben hier passend eine Sanduhr, die verläuft. Dann haben wir hier, sieht aus nach einem PlayStation-Controller. Dann das hölzerne Ding hier dürfte wahrscheinlich ein Baseballschläger sein, der hier irgendwie aus dem Arm entwächst. Eine Uhr. Was haben wir hier noch? Einmal das Facebook-Logo, das ja, mehr oder weniger das Herz darstellt. Einmal hier ein Radioaktivzeichen. Und hier Kopfhörer und ein alter Röhrenfernseher, aus dem hier eine Hand greift. Und dieser Keinzeitmensch hat auch noch einen Irokesen. Ja, ein sehr interessantes Cover. Also es sind mehr oder weniger so die Sachen, die wahrscheinlich die Menschen versklaven und dafür sorgen, dass sie keine Zeit haben. Also Fernsehen, Facebook oder auch Videospiele sind jetzt mal hier, glaube ich, so die Hauptanzeichen. Unten lesen wir Hämatom, Keinzeitmensch, Limited Freakbox. Rechts ist das Ganze in Weiß gehalten. Hier haben wir nur das Label und den Vertrieb. Auf der linken Seite haben wir hier so einen Zettel angeklebt. Also mit diesem Barcode wurde hier ein Zettel befestigt. Und hier haben wir den Boxinhalt aufgelistet. So, was lesen wir hier? Diese Box enthält CD als Digipack mit Bonus-DVD, Keinzeit-Uhr, Aufkleber, Fanschal, Keinzeitmensch und handsignierte Autogrammkarte. Alles klar. Gut, auf dieser Seite haben wir dann auch nochmal das Albumcover, allerdings mit einem FSK 12 Hinweis, der uns darauf hinweist, dass wir hier eben eine DVD mit dabei haben. Dann schauen wir mal hinein, wenn es aufgeht. Jawohl, also der Deckel geht dann hier oben auf. Und hier offenbart sich dann der Inhalt. Wir haben hier einmal den Sticker, die Autogrammkarte, den Fanschal, das Album sowie einen Karton, in dem dann wahrscheinlich die Uhr, die Keinzeituhr drin sein wird. So, dann packen wir die Box mal zur Seite. Und nachdem hier der Schal und das Album noch in Folie sind, holen wir das mal raus. Ah ja, den Karton sollten wir vielleicht auch mal kurz aufmachen. Okay, alles klar. Also hier ist die Uhr scheinbar noch mit Styropor ausgepolstert worden. Lassen wir mal drin, bevor das Ganze hier noch alles vollbröselt. Okay, also die Uhr ist echt schwer und massiv, damit hätte ich jetzt um ehrlich zu sein nicht gerechnet. So, dann kommen wir zum Album. So sieht das aus, auch hier wieder ein FSK 12 Hinweis und oben rechts haben wir noch einen Aufkleber mit den Tourdaten der Keinzeitmensch Tour 2013. Ja, ich glaube, dass die jetzt nach mittlerweile 6 Jahren im Nachhinein nicht mehr allzu viel Relevanz für euch haben. Falls dem doch so sein sollte, könnt ihr natürlich hier kurz
anhalten und euch die Tourdates geben. So, Folie ist ab. Wir sehen den 12er immer noch. Warum? Das ist ein Sticker, der hier direkt auf dem Cover platziert wurde. Ich werde den mal abmachen. Jawohl. Und jetzt behindert das auch die Optik nicht mehr so stark. Sehr schön. Auch die Klebereste konnten wir entfernen. So sieht das dann aus. Also kein Zeitmensch, Hämatom, das Cover wie auch auf der Box. Es ist das 5. Album von Hämatom, wie gesagt aus dem Jahr 2013. Kommt in einem Digipack. Hier lesen wir wieder Hämatom, kein Zeitmensch. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist. 13 Stück sind da regulär drauf. Plus dann haben wir noch hier 14 als Bonustrack. Schutt und Asche, Albumversion. Alles klar. Gut. Fremd- oder Gastbeiträge sind hier keine dabei. Dann haben wir hier die Credits und einen Barcode. Das Ganze ist erschienen über Rookies und Kings. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes würde mich genau das Booklet interessieren. Das ist recht dick und ich gehe mal davon aus, jawohl, so gefällt mir das. Wir haben hier die Lyrics mit erfasst. Also erstens mal artwork-technisch an das Cover angelehnt. Wir haben hier wieder diese Elemente. Aber was schön ist, dass wir hier wirklich Track für Track, Wort für Wort abgetippt haben. Das gefällt mir immer gut. So, dann haben wir die Mitglieder der Band, in diesem Fall Süd, Ost, Nord und West. Die vier Jungs von Hämatom. Weitere Tracks. So sieht das aus. Und zum Abschluss gibt es ja natürlich auch noch die Credits zum Album. Hier kann man dann nachlesen, wer woran beteiligt war, wer was produziert hat, etc. etc. Jawohl. Gut, das Booklet lasse ich mal kurz draußen, um den Gesamteindruck hier mal zu wahrzunehmen. Wir haben hier einmal die CD. Sieht so aus wie ein Uhrwerk mit diversen Zahnrädern hier. Jawohl. Und dann haben wir natürlich noch die DVD. Die sieht so aus. Muss ich ehrlich sagen, ich weiß jetzt gar nicht, was auf der drauf ist. Das finden wir sicher noch raus. So sieht das dann dahinter aus. Also wie auch diese Grafik, dieses Foto aus dem Booklet mit den vier Herrschaften hier nebeneinander. Mit diesen Schaufensterfiguren. So, ob hier irgendwo steht, was auf der DVD ist. Nein, sieht nicht so aus. Und hier steht auch nur Hämatom, kein Zeitmensch, DVD. Okay. So, das war's zum Album. Dann haben wir dabei diese gewaltige Uhr. Also die wiegt echt einiges, auch wenn sie hier unten ausgehöhlt ist, aber das ist echt ein massives Material und das Ganze ist im Hämatom-Design. Und zwar haben wir einmal das Hämatom-Logo an der Front und dann haben wir hier die vier Himmelsrichtungen beziehungsweise gleichzeitig natürlich auch die vier Bandmitglieder Nord, Ost, Süd, West vertreten. Statt 12, 3, 6 und 9 Uhr gibt es eben hier dann die Himmelsrichtungen. Rundum ist das dann in dieser grau-schwarzen Betonoptik gehalten. Auf der Rückseite dann auch nochmal hier der Hämatom, das Hämatom-Logo so eingegossen, hier eben hohl. Und hier kann man dann, hier ist frei, hier kann man dann entsprechend eine Batterie reinpacken und dann wird das Ganze auch funktionieren. Jawohl. Kann man sich dann gut ans Bett stellen, an den Nachttisch, wo auch immer man möchte. Dann haben wir mit dabei eine Autogrammkarte, das Foto, das wir auch schon aus dem Booklet und dem Artwork kennen. Alle vier Herrschaften haben hier unterschrieben, Ost, Süd, Nord, West. Kommt im Querformat und auf der Rückseite haben wir dann die Tourdaten zur Keinzeitmensch-Tour. Dann haben wir mit dabei einen Sticker, oval, so sieht er aus. Auf der Rückseite auch hier wieder die Tourdaten. Und als letzten Boxinhalt haben wir einen Schal, einen Fanschal. Und zwar haben wir diesen in Schwarz und Weiß. Wir haben auch hier wieder das Hämatom-Logo. Dann lesen wir hier den Namen der Band.
rechts wieder das Logo und auf der Rückseite ist das Ganze dann auch wieder mit Logo designt und hier dann entsprechend der Albumtitel Kein Zeitmensch. Abschließend nochmal das Logo. Die Fransen sind in Schwarz gehalten, bis auf den Aufdruck, also auf die Schrift hier und auf das Hämatom-Logo ist wirklich alles in Schwarz. Die sind in Weiß gehalten. Und Zettel finde ich jetzt keinen, der irgendwie Aufschluss darüber gibt, wo das Ganze produziert wurde oder was für Material. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass das Acryl ist. Also diese Fanschals sind fast immer zu 100% aus Acryl. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Schal, dann dieser Sticker hier oval, die unterschriebene Autogrammkarte mit allen vier Unterschriften, diese wunderbare Uhr. Wie gesagt, Batterie müsst ihr noch reinmachen, dann ist die funktionstüchtig. Und natürlich das Album inklusive DVD. Kein Zeitmensch mit insgesamt 14 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Kein Zeitmensch von Hämatom. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Hämatom unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.